Gibt es 3000 Euro Inflationsausgleichsprämie für alle gesetzlichen Rentner? Gibt es die wirklich? Wird die wirklich kommen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Anlass des Videos, was ich heute nochmal drehe, ist eine Aussage, die ich im Internet auf einem YouTube-Kanal gesehen habe, wo man also wirklich den Eindruck bekommen könnte, dass der Bundesgesetzgeber hier plant, dass es eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro für alle gesetzlichen Rentner geben wird. Ich habe mir das Video angeguckt, es war also fürchterlich, was dort wieder, also allein schon die Headline, wie viele Leute da auch draufgehen auf dieses Video, weil sie denken, jetzt kommt da wirklich was, aber in Wirklichkeit kommt da gar nichts, meine Damen und Herren. Das ist schlicht und ergreifend einfach nur billige Meinungsmache und es ist auch letzten Endes fürchterlich, sowas in die Welt zu setzen. Und nachher kommt natürlich dieser Sprecher da zum Ergebnis, nee, es gibt sie nicht, aber letzten Endes, ja, dann brauche ich auch dieses Video nicht zu drehen. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen Folgendes zu diesem Thema sagen. Aktuell, Stand 25. Juni 2023, ist durch den Gesetzgeber nicht geplant, dass es eine Inflationsausgleichsprämie auch für Rentner geben wird. Also das heißt, Sie werden, die Masse von Ihnen zumindest wird, als gesetzliche Rentner bis zu 3000 Euro nicht erhalten. Es gibt eine Ausnahme, und zwar, da hatte ich auch schon mal ein Video gedreht dazu, wenn Sie als Rentner noch arbeiten nebenbei und Sie in einem sozialversicherungspflichtigen, SV-pflichtigen Beschäftigungsverhältnis stehen oder Minijob haben, dann kann Ihnen Ihr Arbeitgeber freiwillig die Inflationsausgleichsprämie zahlen, entweder in voller Höhe oder in Raten, oder aber Sie unterliegen einem Tarifvertrag, dann sind Sie da auch mit im Boot. Ja, es kann zum Beispiel auch sein, dass Sie als Rentner im öffentlichen Dienst arbeiten noch, dann kriegen Sie diese 3000 Euro Inflationsausgleichsprämie auch gezahlt. So sieht zumindest die Tarifeinigung für 2,5 Millionen Angestellte im öffentlichen Dienst vor. Und das jetzt, und ich habe hier die Schnittstelle schon gebracht, und genau hier beginnt eigentlich der Ärger, den ich auch letzten Endes verstehen kann, wo die Leute sagen, das kann doch wohl alles nicht wahr sein. Ja? Und bitte, liebe pensionierte Beamte, jetzt hier nicht falsch verstehen, ich dresche nicht auf Sie ein und mache Sie jetzt madig, sondern nein, hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es um eine Gerechtigkeitsfrage. Und das sollten Sie vielleicht auch mal aufnehmen als pensionierte Beamte und sich vielleicht die Frage stellen, ob das, was jetzt passiert, wirklich gerecht ist. Frau Faeser, SPD-Bundesministerin, Bundesinnenministerin, Entschuldigung, will den Tarifvertrag öffentlicher Dienst für Bundesbeamte übernehmen. Das heißt für die aktiven Beamten, die ihren Dienst machen, und für die pensionierten Beamten. Pensionierte Beamte ca. 600.000. Feine Sache. Ja, also ist super Geschichte. Die aktiven Beamten sollen 3000 Euro Inflationsausgleichsprämie bekommen und die pensionierten Beamten ein bisschen weniger. Das hängt mit der Höhe des Ruhesatzgehalts zusammen. Wer jetzt zum Beispiel 71,75% Ruhesatzgehalt hat, der bekommt dann darf also 3000 Euro von diesen 3000 Euro 71,75% gezahlt. Also um die 2150 Euro oder irgendwie sowas. Vielleicht sind es aber auch 3000 Euro. Der Gesetzesentwurf ist noch gar nicht so da. Also ich kenne den jetzt nicht, weiß nicht, was da drin steht. Aber es wurde zumindest so kommuniziert, dass da was kommen soll. Alles kein Problem. Die Begründung, warum pensionierte Beamte die Inflationsausgleichsprämie bekommen sollen, ist ganz einfach. Sie dienen zum Ausgleich der entstandenen Kosten, der inflationsbestandenen Mehrkosten. Ja, ist schon erstaunlich, oder? Also ich habe fast den Eindruck, dass bei Rentnerinnen und Rentnern gibt es keine inflationsbedingten Mehrkosten. Die leben auf der Wolke 7, denen geht es richtig bombig. Vor allen Dingen die Rentnerinnen und Rentner, die eine ganz, ganz kleine Rente haben. Also denen geht es richtig gut, muss man ganz ehrlich sagen. Also die brauchen die 3000 Euro Inflationsausgleichsprämie gar nicht. Habe ich zumindest so den Eindruck. Und wenn das die Begründung ist, meine Damen und Herren, dass pensionierte Beamte das auch praktisch diese Kohle bekommen als Ausgleich für die inflationsbedingten Mehrkosten, die sie haben. Ja, meine Damen und Herren, dann ist es doch recht und billig, dass Rentnerinnen und Rentner der gesetzlichen Rentenversicherung auch eine Art Inflationsausgleichsprämie bekommen. Es müssen nicht 3000 Euro sein, das können aber 1000 Euro zum Beispiel sein. Oder aber, wie wir das letztes Jahr zum Beispiel hatten, wo wir auch alle in einem Topf saßen, Beamte, Politiker, Selbstständige, Rentner, Arbeitnehmer,
Studenten, Sozialhilfeempfänger und Arbeitslose, die haben auch die Inflation, die haben die Energiepreispauschale bekommen bis 300 Euro. Das war doch auch möglich, meine Damen und Herren. Und heute ist das halt eben ein Riesenproblem. Ja? Der Gesetzgeber differenziert hier einfach nur und sagt, differenziert gar nicht, und sagt ganz einfach, okay, Frau Faeser, ich will, dass meine Beamten, auch meine pensionierten Beamten, ich muss ja als Dienstherr für deren Alimentierung sorgen. Ja, das ist Artikel 33, ich glaube Absatz 5 Grundgesetz. Und ich bin verpflichtet, hier praktisch denen auch das Geld zu zahlen, was Angestellte im öffentlichen Dienst bekommen. Meine Damen und Herren, was Frau Faeser recht und billig ist, das ist 20 Millionen Rentnerinnen und Rentnern auch recht und billig. Ich bin der Meinung, wir sitzen hier alle in einem Boot. Wir haben alle mit den inflationsbedingten Mehrkosten zu tun. Also jeder weiß, von was ich rede, wenn man in den Supermarkt geht, wenn man an die Tankstellen geht, wenn man zum Beispiel jetzt in Urlaub fahren will. Ja, das sind überall Mehrkosten. Wenn man in die Gaststätten geht, das ist alles teurer geworden. Und letzten Endes sage ich mir, naja, also meine Damen und Herren, lassen Sie sich bitte durch solche komischen Nachrichten im Internet nicht verrückt machen. Aktuell haben 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner, außer ich habe die Ausnahme genannt, keinen Anspruch auf eine Inflationsausgleichsprämie. So hat es auch der MDR am 22. Juni, ich zeige es Ihnen mal ganz kurz, noch mitgeteilt, dass die Rentner warum für die Rentner keine Inflationsprämie geplant ist. Und das würde wohl den Bundeshaushalt mit etwa 60 Milliarden Euro belasten. Also 20 Millionen Rentner mal 3.000 Euro ergibt 60 Milliarden Euro. Ist schon ein stattliches Sümmchen, meine Damen und Herren, was dann der Lindner zahlen müsste. Aber für Herrn Lindner scheint es ja offensichtlich kein Problem zu sein, die bis zu 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie für pensionierte Beamte zu zahlen. Also nochmal, meine Damen und Herren, ich habe kein Problem damit, dass Beamte dieses Geld bekommen, aber dann bitteschön auch alle gesetzlichen Rentner. Und bitte achten Sie darauf, lassen Sie sich bitte nicht verrückt machen. Es gibt kein Gesetzgebungsverfahren, wo Rentnerinnen und Rentner der gesetzlichen Rentenversicherung einen Anspruch herleiten könnten auf eine wie auch immer geartete Inflationsausgleichsprämie. Ich bin für eine gesellschaftliche, allumfassende Regelung und deshalb fordere ich den Gesetzgeber auf, zahlt bitte an alle eine einheitliche Inflationsausgleichsprämie, meinetwegen für jeden 500 Euro, Deckel drauf, Feierabend und die Sache ist geritzt und alle wären zufrieden und vor allen Dingen, es wäre eine gerechte Lösung und man müsste hier nicht sozusagen immer wieder die Gruppen gegeneinander ausspielen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, das waren klare Worte, es reicht. Hören Sie bitte auf, liebe Politikerinnen und Politiker, kommen Sie bitte Ihrer Fürsorgepflicht gegenüber allen Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes nach und sorgen Sie dafür, dass hier soziale Gerechtigkeit hergestellt wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.